Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, und wir haben wieder einen Stargast da, den Hannes. Guck Moin. Mal, das ist der Hannes. Wir wollen heute was testen, das muss ich euch erstmal in die Kamera halten. Hier haben wir Löschzwerg, Hanf, Cola. Wir waren nämlich letztens in einem Getränkemarkt, da standen die rum. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal getestet habe. Ich habe so ein Löschzwerg-Tasting mal mit dem Muttertier gemacht im Wildgehege. Kann sein, dass da die Hanf-Cola schon dabei war oder auch nicht. Ansonsten testen wir die jetzt einfach nochmal. Es ist nämlich warm, wir haben Durst. Wir werden uns jetzt hier so ein Löschzwerg reinprügeln. Ich werde es wieder in das superschöne Glas reinfüllen, ne? Das sieht ja doof aus. Ist ja gar kein Platz für meinen Kopf, wenn ich das so zeige. Ja. Hannes, ich setze mich nochmal ein Stück hier zu dir. Ich drehe es jetzt mal um, weil du bist ja der Hannes-Gast. Du kriegst deinen Löschzwerg in die Hand. Ich zeig mal, dass man ja hier den immer... Da ist so ein Bibbus dran. Den ziehst du so auf. Ein Hanfsalat. Zack, und dann ziehst du es nach oben weg. Aber nicht vergessen, nicht die Flasche wegwerfen. Ja. Und dann sind da Würfel drin, und das ist sehr lustig, denn bei mir ist eine 4 und eine 6, das ist insgesamt eine 10. Was hast du? Zwei Sechser. Zwei Sechser? Verdammt, der Hannes hat wieder mal gewonnen. Das ist cool, und das ist immer bei den Löschzwergflaschen. Nicht nur, dass sie so einen Splint haben zum Ziehen und Drücken und Machen, dann sind die auch noch klein und handlich, mit einem Haps sind die im Mund und du kannst so ein Würfelspiel machen. Ich weiß nicht, was das bringt. Früher gab es da auch mal ein Gewinnspiel dazu, aber mittlerweile, ja, sagen die Leute, das haben sie drin gelassen. Ich glaube, früher war da ein Gewinnspiel, genau, und da konnte man was gewinnen, wenn man bestimmte Sachen hat. Und dann fanden die Leute das so gut, dass sie gesagt haben, auch wenn es nichts mehr zu gewinnen gibt, wir lassen diese Würfel als Markenzeichen jetzt einfach damit drin. Das also hier dann die Hanf-Cola vom Löschzwerg mit Gast. Jetzt haben wir es aber fürs Thumbnail. Hast du schon probiert, Hannes? Nee. Cola-Limonade mit Hanfaufguss und Hanfgeschmack. Da sind wir mal gespannt, wie das schmeckt. Das ist bestimmt was für ein Kesto. Prost. Prost, Hannes. Prost. Ich nehme mal einen kleinen. Schmeckt's? Sehr ungewohnt, aber ist lecker. Ungewohnt, aber lecker. Ja, ungewohnt, aber lecker. Es schmeckt halt total muffig, einfach nur, wie wenn du halt jetzt irgendwie hingefallen bist, mit dem Kopf im Sand gelandet bist und dann hast du lauter Erde im Mund. So schmeckt das gerade. Guck mal, da drüben guckt eine Frau aus dem Fenster, weil die Post unten hinfährt. Also statt Hanfgeschmack habe ich hier Erdgeschmack drin, aber ich weiß ja gar nicht, wie Hanf schmeckt oder Hanfextrakt oder sonst was. Ich kenne es auch nicht. Es ist gekühlt, man kann es trinken zur Erfrischung. Ist gewöhnungsbedürftig, wie Hannes so gesagt hat. Er findet es lecker. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt, glaube ich. Ja, immer das Ding ziehe ich jetzt hier mal weg. Und dann habe ich noch mal einen ganz anderen Eindruck bestimmt. Prost. Prost. Enough Talk. Ist auf jeden Fall mega viel Kohlensäure drin. Schäumt extrem und es brennt richtig. Es ist so viel Kohlensäure, das brennt dir richtig irgendwie im ganzen Rachen, im ganzen Hals. Bei mir zumindest. Also, ja, kann man mal machen, brauche ich aber nicht nochmal. Das war's von meiner Seite aus. Jetzt merkst du den Hanf auch. Weiß ich nicht. Sollten aufhören, Cola zu trinken. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes. Wenn ihr das kennt, kennt ihr Löschzwerg, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr die Hanf-Cola schon mal hattet, schreibt es mir in die Kommentare. Wir machen uns jetzt Nuggets mit Chili-Soßen. Bis zum nächsten Mal und ciao.